Okay, herzlich willkommen ja hier bei Hard Message. Ich begrüße ganz herzlich den Professor Dr. Eckhard Kruse. Hallo Eckhard. Ja. Und den Thorsten Schuster. Und ich freue mich auf ein ganz spannendes Gespräch so zum Thema: Wer sind wir eigentlich? Wer bist du? Welche Macht haben wir eigentlich über unser Leben oder sind wir eher ohnmächtig? Was ist vorbestimmt, was nicht? Und was bedeutet eigentlich Aufwachen? Ja, ist ein Begriff, der immer wieder genannt wird oder auch vielleicht die Erlösung, die Erleuchtung. Darüber würde ich gerne mit euch diskutieren. Ja, ich stelle jetzt einfach mal die Frage: Was denkt ihr denn? Wer bist du? Also für mich ist auf jeden Fall das Thema Bewusstsein da eine zentrale Sache. Und es gibt natürlich so verschiedene spirituelle Lehren und Sichtweisen, mit denen ich mehr oder weniger sympathisiere. Aber sozusagen der Gedanke oder die Vorstellung, dass letztendlich irgendwie das Bewusstsein der Dreh- und Angelpunkt von allem ist und jetzt mein Ich oder ich hier als Selbst in dieser Welt. Sozusagen da irgendwie so eine Art Konkretisierung des Bewusstseins, wo dann vielleicht auch so ein Ego-Bewusstsein dranhängt, das ist, sage ich mal, erstmal vielleicht so ein Aufhänger, ne? Also wie so ein Teil, der sich so aus dem Bewusstseinsmeer heraus bewegt und ich sozusagen, ich als, ja, Person dann letztendlich auch in dieser materiellen Welt, die an diesem Bewusstseinsfeld angebunden ist, mich hier irgendwie dann so als Mensch dann bewege. So vielleicht erstmal ganz kurz und ins Unreine. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also das ist meine Erkenntnis nach, ja, mein auch Informatikstudium, Physik, Mathematik, Quantenmechanik, Relativitätstheorie irgendwo. Wenn man die Ursache ergründen möchte von dem, was wir wahrnehmen in dieser Welt, dann ist es doch immer unser Bewusstsein, unser Geist. Jedes Bild auch, was wir jetzt haben, das, was die Zuschauer jetzt von uns haben, es ist ja in dem Sinne ein Bild im Kopf des Einzelnen auch, der das wahrnimmt, ja. Und auch die Gefühle, die wir dazu haben, sind ja auch immer in uns sehr individuell auch. Das heißt, jeder hat auch ein anderes Bild. Und trotzdem, wie funktioniert das Ganze für mich, sind wir auf einer Bewusstseinsebene auch miteinander verbunden. So dass eben auch das, dass jetzt wir uns hier treffen, andere auch dabei sein können, das findet zuerst mal für mich im Bewusstsein statt und wird sozusagen projiziert hier in diese materielle Welt. Also wir hatten ja Oder was sagen wir vorhin, der Thorsten erstmal genau? Wolfram und ich hatten vorhin schon mal so das so kurz angetickt. Ich habe die Behauptung aufgestellt, dass die großen Ereignisse unseres Lebens bei den meisten Menschen nicht geplant waren. Ja, also du hast vermutlich nicht geplant, an welchem Tag dein Lebensmensch in deine Wirklichkeit tritt, dein Lebenspartner. Du hast vermutlich nicht geplant, wann die großen Jobangebote kommen. Du sitzt irgendwo so am Fluss des Lebens und guckst, was da so vorbeischwimmt. Das ist, behaupte ich, die Realität der allermeisten Menschen. Und nur ganz wenige, vielleicht, wenn es hochkommt, 2% der Menschheit, behaupte ich, sind auf einer Bewusstseinsstufe, dass sie wissen, ich kann mit meinen Gedanken, Gefühlen, Überzeugungen, mit meinem Glauben, kann ich solche Gelegenheiten anziehen. Also insofern habe ich durchaus eine Macht über das, was in meinem Fluss des Lebens an mir vorbeigeschwommen kommt. Genau, und dem habe ich dann sofort widersprochen, weil bei mir war es halt wirklich total anders. Schon von dem Moment an, wo ich von der Realschule kam, eine ganz bewusste Entscheidung getroffen, Abitur zu machen, dann meine Berufsausbildung zu machen, dann Informatik zu studieren. Auch von den Autos, die ich in meinem Leben bekommen habe, das war vorher immer in meinem Kopf. Ich hatte immer irgendein Gefühl dazu. Der erste Audi Coupé, den hatte ich aus einem Bus rausgesehen. Das erste Mal dachte ich, boah, das Auto möchte ich haben. Ein 7er BMW fuhr mal um die Ecke und ich habe dieses Geräusch nicht mehr aus meinem Kopf gekriegt, bis ich den selber fuhr. Bis hin zu ganz wesentlichen Entscheidungen eben. Dann auch das Angestellten-Dasein aufzugeben. Damit habe ich mich sehr lange rumgetragen, ganz viel hin und her überlegt natürlich auch. Ne? Ich hatte einen guten Job, eine gute Bezahlung, habe dann aber ganz bewusst entschieden, mich selbstständig zu machen, in Vertrieb zu gehen, einen eigenen Laden aufzumachen. Jedes einzelne Produkt, was mein Verlag mittlerweile hergestellt hat, war zuerst ein Gedanke, war eine Idee. Ich habe mir meistens zuerst mal ein Bild davon gemacht, also das Cover dann auch am Computer gemacht, ausgedruckt, auf meinen Schreibtisch gestellt und habe das dann
letztendlich Schritt für Schritt verwirklicht und tatsächlich auch mit Partnerschaft. Da war zuerst die Offenheit, die Überlegung, der Gedanke, ja, das und das wäre schön. Und ja, es gab auch Momente in meinem Leben, wo ich dann gedacht habe, scheiße, das sind die Geister, die ich rief, ja, weil ich es irgendwie gedacht habe. Und dann war es plötzlich da, ja, nicht immer an dem Tag oder direkt danach. Oder wie viele denken, so was so vorne im Gehirn abläuft. Nein, auch die letzten Ängste, Zweifel, das, was so in meinem Gefühl eigentlich drin ist, das sind die Dinge, die mir dann letztendlich begegnen, weil es in meinem Weltbild gar nicht anders geht. Naja, und irgendwie ist es ja dann doch wieder beides, ne? Ich meine, ich kann euch da beiden zustimmen, abgesehen von der Autowahl, da muss ich schmunzeln, weil mein Skoda Fabia ist so ein dermaßenes Unauto, für das sich niemand irgendwie interessieren könnte oder so. Dann war mir Autos auch nie irgendwie was, wo ich irgendwie in irgendeiner Weise einen Fokus drauf habe, außer dass ich mich halt irgendwo hin transportieren kann, in geeigneter Weise und hinten was in den Kofferraum reinpasst. Aber die anderen Dinge, natürlich gibt es Dinge, die auch ein bewusstes Handeln erfordern und die natürlich auch eine Planung und sozusagen ein in der Welt sein erfordern. Aber ich glaube, in der tieferen Ebene sympathisiere ich vor allen Dingen mit Thorstens Sichtweise. Das ist tatsächlich auch diese, ne, die wirklich wichtigen Dinge und sozusagen die Umbrüche im Leben. Da ist auch viel so ein, naja, auch die Dinge wahrnehmen und sich dann eben ja dem Fluss des Lebens anvertrauen. Ne? Stichwort ja Partnerwahl oder sowas. Du sagst eben nicht, nächstes Jahr begegne ich meiner Traumfrau irgendwie am besten im Mai, weil das ist der so Wonnemut. sondern du bringst dich in eine Haltung, wo du sozusagen ja vielleicht empfänglich bist und auch irgendwie die Schönheit in den Menschen siehst und dann selber eine Schönheit ausstrahlst. Und das ist aber dann tatsächlich eher so eine Seinssache und nicht irgendwie eine Pläne-Schmieden-Sache. Und zumindest ich für mich kann sagen, dass der Aspekt des Pläne-Schmiedens immer unbedeutender oder dieses strategische, welche Handlungsanweisung oder muss immer an diese berühmten Fragen von irgendwie im Berufsleben, wenn der Vorgesetzte fragt, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Diese Frage fand ich immer lächerlich, weil die für mich überhaupt nicht so der Lebenswahrheit gerecht wird, sondern ne, da bin ich absoluter Eckhart Tolle-Fan. Ne? Ich bin im Jetzt und Hier und da will ich ganz wach sein und dann vertraue ich darauf, dass das Leben mir genau das bringt und ich dann eben auch die Chancen ergreife und dann kommt das Richtige in mein Leben. Leben ist das, was passiert, während du Pläne schmiedest. Naja, wobei für mich Pläne, dass wir das Leben verpassen, ne? Das ist ja genau die Gefahr. Ne? Und da bin ich, wie gesagt, der sagt, ne, das, was passiert, ist halt das, was im Jetzt ist. Und die Pläne sind halt immer nicht da, wo das Jetzt ist. Also für mich gibt es einfach verschiedene Ebenen der Absichten, weil es ist natürlich eine schöne Absicht, eben, ich sag mal, glücklich, zufrieden zu sein mit sich, mit der Welt im Frieden zu sein. Ist eine andere Absicht, jetzt Geld zu verdienen oder ein bestimmtes Auto fahren zu wollen. Und natürlich, ein Faktor ist natürlich ganz entscheidend bei der Verwirklichung von irgendwelchen Ideen. Andere Menschen haben ja auch andere Absichten. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich will diese Frau, aber die hat eine andere Absicht, die will einen anderen Mann, dann wird das so nicht unbedingt funktionieren. Und dann glaube ich auch, da gibt es wohl auch vielleicht dann was anderes, was Besseres. Und trotzdem so, ich stelle bei mir im Leben sehr, sehr deutlich fest, wie viel Einfluss ich doch darauf habe. Ich habe Thorsten gerade eben erzählt, ich hatte jetzt vor 2 Tagen eine Präsentation von einem Milliardär kennengelernt, was mich sehr beeindruckt hat, wo ich gedacht habe, Mensch, ich habe ja eine große Vision auch, was meinen Verein betrifft, ja, die Welt wirklich positiv zu beeinflussen, was zu verändern, was Sinnvolles zu tun. Und ich denke einfach, dass er mit seiner Reichweite, seinem Denken dazu was beitragen kann. Und auch da bin ich jetzt ganz bewusst drauf zugegangen. Ja? Das passiert nicht einfach, sondern ich habe jetzt mich angemeldet, habe eben auch ein Gespräch schon geführt, um eben in seine Mastermind-Gruppe dann aufgenommen zu werden. Und insofern ist das auch eine sehr bewusste Entscheidung. Aber jetzt kann man natürlich sagen, warum ist der jetzt in mein Leben gekommen? Warum ist das jetzt passiert? Ja, das war so konkret nicht geplant, aber das konkrete Ziel, viele Menschen jetzt zu erreichen und da Wege zu finden, das war auf jeden Fall in meinem Bewusstsein. Und das hat mich vielleicht auch dahin geführt, dass ich die Möglichkeit dieser Präsentation dann wahrgenommen habe, mir das angeschaut habe und dann natürlich auch den Kontakt aufnehmen kann. Ja, du hast quantenphysikalisch dadurch natürlich die Schwingung aufgebaut, auf der du das anziehst. Das ist ja alles, hängt ja alles mit dieser Schwingung zusammen. Und ein sehr gutes Mittel, um diese Schwingung zu kommen, ist einfach so das entschlossene Handeln im felsenfesten Vertrauen, im Glauben daran, ich kriege das auch hin.
In dem Moment, wo du zweifelst, ja, dann wird die Schwingung verbessert, dann funktioniert das nicht mehr. Also ich hatte eine wahnsinnig interessante Erfahrung in der Hinsicht, hatte ich schon in meiner Kindheit. Ich habe als 5-jähriger Junge zu meiner Mutter gesagt, ich werde mal Radiosprecher. Mhm. Ist später auch so gekommen. Wie habe ich das gemacht? Im Nachhinein weiß ich, wie es funktioniert hat. Ich habe schon als Schüler, ich habe irgendwie ein Brillenetui in der Hand gehabt, so als Mikrofon und habe irgendwie was erzählt. Später habe ich irgendwelche Schulkonzerte moderiert, irgendwelche bei Straßenfesten, da gab es immer so Schülernachmittage, die habe ich moderiert und habe mir, im Nachhinein ist es wirklich witzig, ich habe mir so eine Werbejacke von Radio Luxemburg angezogen, ja, um wirklich wie so Profi-Moderator rüberzukommen. Ne? War natürlich mehr Schein als Sein, aber ich habe damit eine Schwingung aufgebaut, die dazu geführt hat, dass ich später tatsächlich bei Radio Luxemburg gelandet bin. Also dieses so tun als ob ist ein wahnsinnig starkes Mittel, um diese Schwingung aufzubauen, mit der du dann das anziehst, was du anstrebst. Ich würde kurz, weil bei quantenphysikalischen Schwingungen werde ich immer nervös, weil die viel in diesem sozusagen Bewusstseins und sonstigen Fragen so schnell so herbeigezogen werden. Also ich stimme dir, Thorsten, vollkommen zu mit einer inneren Ausrichtung und mit sozusagen das Bewusstsein auf eine Richtung ausrichten. Ich sträube mich nur immer, wenn das sozusagen mal eben so gesagt wird, naja, und das erklärt ja die Quantenphysik, weil das ist halt einfach in diesem ganzen Spiri- und ESO-Bereich ist man immer schnell damit bei der Hand. Es gibt natürlich bestimmte quantenphysikalische Phänomene, die, also insbesondere die Verschränkungsphänomene, die natürlich irgendwie zumindest eine Tür öffnen, dass Dinge miteinander verbunden sind und dass es da ja eben diese mysteriöse Fernwirkung, über die sich Einstein schon aufgeregt hat, tatsächlich geben mag. Aber der Sprung dahin zu gehen, dass sozusagen eine innere Ausrichtung deshalb auch in der äußeren materiellen Welt sozusagen was manifestiert, das ist ja auch so ein beliebter Begriff, den würde ich zumindest nicht den Quantenphysikern sozusagen in die Schuhe schieben, dass das in irgendeiner Weise da bewiesen oder nachgewiesen wäre. Also es öffnet sich bestenfalls eine Tür. Mir selber reicht es zu sagen, wir haben sowieso keine Ahnung, wie Bewusstsein funktioniert und wie Bewusstseinsphänomene funktionieren und auch wie wir sozusagen Bewusstsein, Wolfram, du hast es ja auch gesagt, unsere Wirklichkeit gewissermaßen erschaffen. Da würde ich jetzt gar nicht die Quantenphysik für bemühen wollen, sondern sagen, dass sozusagen die innere Ausrichtung was macht, ist wichtig. Und da muss man, glaube ich, auch nicht mal irgendwie überhaupt spirituell, esoterisch sozusagen sich weit aus dem Fenster lehnen. Wenn ich sozusagen eine innere Ausrichtung habe, dann kann man auch ganz, ganz nüchtern, materialistisch, physikalisch sagen, wenn ich eine positive Ausstrahlung habe, dann lächle ich mehr und dann lächeln mich andere Menschen an und dann bieten sich mir auch mehr Gelegenheiten. Also selbst auf der Basis ist ja schon ganz viel zu erreichen, ne? Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich glaube schon auch daran, dass da sozusagen höhere Kräfte wirken oder ein höheres Selbst vielleicht einem schon in Kindheit was einflüstert. Hier, da geht's mal hin, ne? Halt die Augen offen. Da kann ich schon auch gut andocken. Ich meine, du stehst ja mit zwei Beinen sozusagen einmal auch in der spirituellen Seite und auf der anderen Seite auf der wissenschaftlichen Seite. Ne? Und, zwei Beine, die noch du hast. Aber ich denke, wir sind uns einig jetzt, wenn wir das alles mal weglassen. Wenn wir die Absicht haben und uns ausrichten und im Frieden mit uns sind, nehmen wir die Welt definitiv in dem Moment ja auch anders wahr. Und das beeinflusst auch unser Handeln und letztendlich auch das, was wir tun, was wir für Ergebnisse haben, wie unser Leben auch verläuft. Ich glaube schon, dass wir einen Einfluss haben, dass allerdings natürlich auch die Absichten anderer Menschen Einflüsse haben. Aber wäre das nicht spannend, Eggert, wenn wir mal, oder auch Thorsten natürlich, wenn wir gemeinsam irgendwie mal uns was überlegen, wo wir sagen, okay, wir machen mal einen Versuch, einen Test, ein Projekt, wo wir sagen, okay, das und das ist das Ziel oder ne, wir möchten etwas verwirklichen, materialisieren und wir machen das dann einfach und wir gucken, was dabei rauskommt. Weil es gibt da so viel Blödsinn auf der Welt, ja, ich habe schon so viele Sachen erlebt, da haben dann irgendwelche Gurus irgendwelche Edelsteine manifestiert für die Leute, dann immer den richtigen natürlich und die, ja gut, die kamen halt irgendwo aus der Tasche letztendlich, aber so wirklich mal das definiert zu machen und vielleicht auch mal zu begleiten, vielleicht irgendwo zu dokumentieren, fände ich auch sehr spannend. Naja, was die Edelsteine angeht, ich bin ja da auch ein bisschen in der physikalischen Medialität und sozusagen parapsychologisch unterwegs und die mögen bei Gurus aus der Tasche kommen, aber mittlerweile habe ich einfach auch viel gesehen, wo ich sage, dass es aus der Tasche kommt oder aus der hohlen Hand oder irgendwie aus dem Mund hochgewirkt.
wo ich sage, naja, diese Erklärungen greifen mir manchmal auch zu kurz. Also wo ich zumindest sage, ich staune da manchmal ganz schön, was tatsächlich auch möglich ist in dieser materiellen Welt, wo wir so gar nicht, was so gar nicht in unser Weltbild hineinpasst. Also wirklich auch im Stichwort physikalische Realität, wo tatsächlich physikalische Phänomene beobachtbar sind, die eben doch so ziemlich allem, was wir über Physik zu glauben wissen, zu widersprechen scheinen. Na, das ist sozusagen so ein Thema für sich, wo ich dann auch denke, naja, wenn das möglich ist, dann ist eh alles möglich. Ne? Ich würde es halt gerne, weißt du, so auch selbst erleben, ergründen. Ich habe auch Erlebnisse gehabt, wie zum Beispiel nach 30 Stunden Wehen meiner Frau, völlig fertig, einfach da apathisch gesessen und die Entscheidung letztendlich wurde getroffen, Kaiserschnitt, ja. Ich habe wirklich, ich war, glaube ich, 48 Stunden insgesamt auf den Beinen, an nichts mehr gedacht. Ich sitze da wirklich einfach nur müde, fertig. Ja, sie kam in OP rein und plötzlich spüre ich diesen Stich im Bauch und wie es dann rüberzieht zur linken Seite. Und ich dachte, boah, was war das jetzt? Ne? Und habe dann wirklich auf die Uhr geschaut und nachher die Ärzte gefragt, das war der Moment, wo die den Kaiserschnitt gemacht haben und wo ich diesen schlimmen Einstich gespürt habe. Das war irgendein Blutgefäß, das hat wochenlang, war das auch noch rot, musste versorgt werden. Also da ist irgendetwas, was nicht mit dem, was die Wissenschaft bisher so erklären kann, wirklich alles wirklich schlüssig erklärt werden kann. Ja, und da sollst du auch nicht sagen, die Wissenschaft, ne, sondern da Mainstream, Schulwissenschaft und so. Ich meine, das sind also solche Bewusstseinsphänomene, ich meine, sei es jetzt Medialität oder Fernwahrnehmung und so weiter, die sind ja auch durchaus wissenschaftlich, ne, in der Parapsychologie untersucht und tatsächlich auch gut bestätigt. Ne? Und da gibt es ja alles Mögliche, wenn ich an Rupert Sheldrake oder so denke, nur der Hund weiß, dass das Herrchen nach Hause kommt. Ne? Der Hund, der den Kaiserschmidt gespürt hat, sondern Mensch. Ne? Aber dass sozusagen Bewusstseine untereinander verbunden sind, da gibt es in meinen Augen so dermaßen viele gute Belege, die natürlich von der Schulwissenschaft verdrängt werden, weil sie nicht ins Weltbild passen. Aber da habe ich so überhaupt keinen Zweifel dran. Mhm. Und da gibt es Studien und da gibt es alles eigentlich. Ne? Man muss es nur angucken. Und da wird ja auch wieder Eckhart die Quantenphysik gerne bemüht, ne? Die ja sagt, dass wir so wie in so einer Matrix alle miteinander verbunden sind. Und das kann natürlich solche Phänomene wie Telepathie auch wunderbar erklären. Ja, und da würde ich auch wieder zu Vorsicht gelinde gesagt machen. Also tatsächlich ist natürlich, wenn wir jetzt die Schulwissenschaft anschauen, die Quantenphysik überhaupt der erste Türöffner, wo wir sagen können, aha, jetzt können wir diese ganzen geistigen Phänomene, da ist sozusagen die Rettung, ne? Wo wir sagen, oh, jetzt haben plötzlich geistige Phänomene Platz. Tatsächlich ist ja auch die Quantenphysik, je nachdem, wie man bestimmte Phänomene interessiert, hat ja auch das erste Mal die Tür für Bewusstsein geöffnet. Ne? Das taucht ja sonst nirgends in der Physik auf. Und wenn wir jetzt eben ein Doppelspaltexperiment und so weiter angucken, da ist plötzlich, ne, plötzlich spielt der Beobachter eine Rolle. Und aber auch da muss man sagen, wenn man jetzt einen Quantenphysiker fragt, einige sagen eben, ja, die Deutung, dass der Beobachter eine Rolle spielt, und damit Bewusstsein, ne, die ist für mich ist eine Deutung, aber es gibt auch einfach in der Quantenphysik andere Deutungen und andere und bestimmte Quantenphysiker dann liebäugeln zum Beispiel mit den Paralleluniversen, die ich überhaupt nicht mag, die ja auch in der Spiritszene gerne zitiert werden, aber da in meinen Augen auch völlig falsch, weil die Paralleluniversen sind sozusagen genau die Antwort der materialistischen Schulwissenschaft, um das Bewusstsein draußen zu halten. Ne, und die sagen dann eben, statt dass das Bewusstsein hier eine Entscheidung trifft, über die Beobachtung, über die Kondensation der Wellenfunktion, sagen wir lieber, das Universum spaltet sich auf. Und das, also ohne da zu tief reinzugehen. Also ich bin da halt immer so ein bisschen, ja, schon genau hingucken bitte. Ne? Oder, du hast es schön gesagt, Eckart, weil es ist immer eine Deutung. Und wo ist die Deutung? Wer macht diese Deutung? Das sind doch wir. Wir müssen uns schon als Teil des Experiments wahrnehmen, weil das Experiment hat für jeden Einzelnen auch die Bedeutung, die derjenige dem Experiment gibt oder alles in unserem Leben natürlich auch. So, das heißt, wir sind nicht definitiv nicht jetzt hier und da draußen ist die Welt, sondern wir interpretieren zumindest mal mit unserem Bewusstsein die Welt, die uns da begegnet, die wir, ja, und auch das, was von den anderen uns da in dieser Welt begegnet. Und trotzdem haben wir dann in dem Moment auch immer eine Wahl, wie wir darauf reagieren. Ja, aber das ist sozusagen nicht das Programm der Wissenschaft, wie sie praktiziert wird. Die Wissenschaft, ne, strebt ja nach Objektivität und die will natürlich das Subjekt draußen halten. Und deshalb ist ja auch gerade dieses Beobachterphänomen in der Quantenphysik löst ja auch so ein Unbehagen aus, ne, weil dann plötzlich das Bewusstsein ins Spiel kommt. Und deshalb gibt es da eben auch diverse Gegenantworten, ne, also versteckte Variablen,
und so weiter, weitere These, sozusagen eine weitere Interpretation da, die allerdings jetzt auch nicht mehr so Mainstream, wissenschaftlich Mainstream ist. Aber da, also da gibt es natürlich verschiedene Deutungen und trotzdem jetzt das Subjektive muss man, glaube ich, ins Weltbild reinholen, aber eben auch, und da sind wir bei der Psychologie, ne, das Intersubjektive, ne, oder transpersonale Psychologie, ne, wo tatsächlich auch das eine überpersönliche einen Fokus hat. Aber es reicht halt nicht, dann wäre man philosophisch im Solipsismus sozusagen, zu sagen, ja, ich nehme das halt so wahr, sondern ich will sozusagen mich mit anderen Subjekten austauschen und gucken, ob da Erfahrungen geteilt werden können. Ja, und dann ist es zumindest auch für mich wissenschaftlich zugänglich, ohne vielleicht die Härte der physikalischen Objektivierbarkeit haben, zu haben. Das ist ja ein riesiges Thema, dieses Manifestieren. Ja, das Sigrid hat das stark in die Welt getragen. Du hast ja auch das Buch geschrieben, Der Geist in der Materie. So, und das ist doch dieser spannende Prozess. Geist, was für mich immer Ursache ist, Bewusstsein. Und dann sehen wir später was in dieser materiellen Welt. So, und dieser Prozess, wie das stattfindet, ich denke, das wird noch spannend, einfach da tiefer zu schauen und auch, was da letztendlich sich noch weiterentwickelt in der Physik. Naja, und einfach diese Brücke zu schlagen. Ne? Und das ist natürlich auch genau das Anliegen in meinem Buch, wo ich im Prinzip beide Seiten ermahne, so wie ich jetzt vielleicht gerade beim Thorsten so ein bisschen gesagt habe, halt, mach mal ein bisschen langsam mit der Quantenphysik, wo ich sozusagen den Spiri-Leuten sage, ja, ihr, ne, ihr wollt sozusagen die Wissenschaft jetzt vereinnahmen für eure Zwecke und biegt euch die zurecht, ohne sie wirklich, ich meine, ne, wie viele Leute sagen in der Spiri-Szene, sie haben sich mit Quantenphysik beschäftigt und die wissen nicht mal Grundlagen. Ne? Und dann gibt es natürlich die Schulwissenschaftler, die von diesen ganzen Phänomenen nichts wissen wollen und die das sozusagen außen vor halten. Und das ist natürlich genau das, wo ich, was mich bewegt, ne, wo ich auch dann im Zweifelsfall lieber sage, eigentlich haben wir keine wirkliche Ahnung, wie wir die Sachen zusammenbringen. Aber wir müssen feststellen, eben, es gibt sowas wie die materielle Welt, die wir auch ein Stück weit, ne, die wir ernst nehmen müssen, die können wir auch nicht wegwünschen. Und das ist Secret oder diese ganzen Wünsch-dir-was-Bücher, naja, manchmal funktioniert es, aber wenn man eine statistische Untersuchung macht, wer sich wie oft einen Parkplatz irgendwie an der richtigen Stelle wünschen kann, würde ich mal vermuten, ne, auch wieder als parapsychologisches Experiment, ja, dass es zumindest schwierig ist, ne, weil gerade bei solchen Sachen, wo nicht große Emotionen dranhängen, ne, und also da braucht es wahrscheinlich schon mehr, ne, um das wirklich auch irgendwie greifbar zu kriegen. Also da meine ich einfach zur Vorsicht, aber eben auch zur Begegnung von beiden Seiten. Aber das ist doch der Prozess, ja? Da ist ein Gedanke, dann passiert irgendwas dazwischen und plötzlich ist was da. Schau mal. Kann man das sehen? Ja, das beeindruckt mich jetzt ganz mächtig. Das habe ich vorher schon in meinem Geist gesehen. Da steht jetzt erscheint ein Blatt in der Anzeige. So, und jetzt erscheint es. Aber es war zuerst ein Gedanke. Ja gut, aber das kannst du natürlich auch, wenn du jetzt da irgendwie die Neurowissenschaft fragst, wird die da nur müde mit den Schultern zucken und sagen, ja, da haben sich halt dann deine Elektronen im Hirn bewegt und dann haben sich irgendwann die Muskeln aktiviert. Da brauchst dann du haben sich aber auch welche bei euch jetzt bewegt. Also ihr habt es ja auch gesehen. Genau. Also wir sind uns doch, glaube ich, darüber einig, dass das, was eine Vielzahl von Menschen überwiegend im Bewusstsein an Gedanken, Überzeugungen hat, dass sich das dann auch tatsächlich materialisiert. Also neulich hat mir ein, wie ich glaube, hochintelligenter Mensch erzählt, seit wir so unglaublich viel Krebsforschung haben, erhöht sich massiv die Zahl der Krebsfälle. Und also ne, da kann ich schon andocken, ne, da müsste man natürlich wie genau gucken, Kausalität oder Korrelation, aber ich würde da auch schon sagen, ne, und das könnte man natürlich vielleicht auch wieder, ja, und deshalb hat die Pharmaindustrie ein Interesse und deshalb werden Diagnosen sensitiver, ne, man könnte auch da wieder materialistisch sozusagen argumentieren oder ob das wirklich was ist, was im Feld ist. Also ich glaube schon, dass, ne, wie du das sagst, Thorsten, dass tatsächlich so Bewusstseinsphänomene gibt, wo einfach im Feld, also im Bewusstsein der Menschen ist. Und da wären wir schon fast wieder bei Corona. Wenn ich wollte gerade sagen, wir kommen nicht dran vorbei, weil stellt euch jetzt nur mal vor, die Medien hätten überhaupt noch nicht über Corona berichtet. Das würde schon was verändern, ne? Naja, dann wäre es halt alles so, wie es vor einem Jahr war. Dann hätten wir jetzt eine Grippe. Das ist das, was ich immer sage. Hätten die Chinesen den Mund gehalten über das, was in Wuhan passiert ist, wäre überhaupt nichts.
Wir hätten diese sogenannten Corona-Fälle hätten wir als ganz normale grippale Infekte oder was wahrgenommen. Die meisten Menschen, ich glaube 85% der Infizierten, merken ja noch nicht mal was davon. Also es wäre überhaupt nichts gewesen, hätten die bloß den Mund gehalten. Ja, wobei im größeren Feld, und dann ne, auch jetzt wieder spirituell argumentiert, ist, denke ich, auch etwas sozusagen, wo tatsächlich eine starke Wandelenergie ist, wo sich Dinge zuspitzen. Und das heißt, alles, was in den Menschen ist, scheint ja gerade stärker rauszukommen. Ich argumentiere es auch auf Bewusstseinsebene. Ja. Das heißt, Ängste, die sowieso da sind, die haben jetzt so einen Kondensationspunkt. Ne? Und ich stelle es auch einfach fest, die Menschen, die sowieso, die ich irgendwie als eher ängstlich eingestuft habe oder irgendwie nicht mit sich und der Welt im Reinen oder vielleicht auch nicht mit Fragen des, ne, also Angst vorm Tod, die ja auch in vielen Menschen stärker oder weniger stark drin steckt, das hat jetzt so einen Kondensationspunkt gefunden. Und jetzt ist dann halt irgendwie die einzige Angst, an diesem Virus zu sterben, ne, obwohl, ne, wir hatten es letztes Mal schon, ne, es gibt irgendwie genügend andere Arten zu sterben und das sind die relevanten, wie weiterhin gestorben wird. Aber man hat so einen Kulminationspunkt, wo man seine Angst projizieren kann, wo man vielleicht auch auf anderer Seite seine Wut projizieren kann, auf die Politiker, wenn man nicht mit einverstanden ist. Das heißt, es wird einfach, ne, es wird erstmal einfach dichter. Ne? Wir werden alle so in die Zange genommen und was im Bewusstsein ist, wird jetzt so rausgequetscht und dann kommt die Angst raus oder die Abneigung. Mhm. Aber auch, das muss ich auch sagen, auch sozusagen die Liebe und das Wohlwollen. Und ich muss tatsächlich sagen, jetzt sind wir tatsächlich bei Corona, ne, bei vielen Demos, die gegen die Maßnahmen sind, habe ich einen großen Respekt, wie sozusagen diese Demos in wirklich ganz große Achtsamkeit und Behutsamkeit organisiert werden. Und immer wieder, die Polizisten sind unsere Freunde und wir machen langsam und wir halten uns an die Regeln, also aus wirklich so einer liebevollen Kraft heraus. Und das finde ich auch großartig zu sehen. Aber auch hier muss man ja sagen, wir sind Teil des Experiments irgendwo, also ohne unsere Deutung, wie wir das wahrnehmen, würde es das für jeden Einzelnen ja nicht geben. Und wir sehen auch, wie verschieden man auch so eine Situation deuten kann. Ja, also die Meinungen gehen ja hier wirklich ganz extrem auseinander von, das gibt's gar nicht bis hin, um Gottes Willen, das wird mich dahin raffen. Und trotzdem sieht man an dem Beispiel, dass wir eben die Macht haben, unsere Sicht, unsere Meinung, die Bedeutung, die wir den Dingen geben, dass wir darauf sehr wohl Einfluss haben. Naja, alle Krisen, vor allem auch alle Lebenskrisen sind ja letzten Endes Wahrnehmungskrisen. Es kommt ganz darauf an, wie nehme ich meine Wirklichkeit wahr. Und das ist ja auch das, was wir in Coaching-Prozessen häufig machen. Im NLP nennt man das Reframing, also man dreht einfach die Perspektive um und auf einmal löst sich das Problem in Wohlgefallen auf. Genau, und ich meine, das sehen wir jetzt auch, und das hat auch nichts mit irgendwie Intelligenz oder kognitiven Fähigkeiten zu tun, merke ich auch jetzt in der jetzigen Zeit, ne, wenn ich mit bestimmten Menschen spreche. Da geht es überhaupt nicht mehr um Argumente, sondern da geht es tatsächlich immer eher um diese, ne, ja, Bewusstseinshaltung. Und wenn irgendwie eine Angst ist, dann, ne, und das sieht man meiner Meinung nach ja auch in der Medienberichterstattung und wo es ja auch überhaupt nicht mehr um Argumente gibt, sondern da geht es darum, bestimmte Emotionen in eine bestimmte Richtung zu schüren, um dann sozusagen da in dem Bewusstseinsfeld die Leute, die da eh andocken, ne, auch weiter auf Kurs zu halten. Und gleichzeitig bin ich da eben auch Optimist, dass es sozusagen genügend frische, wache, liebevolle, präsente Energie gibt, die sich da auch immer mehr Raum verschafft. Ja, für mich ist das Faszinierende an dieser ganzen Corona-Geschichte jetzt, und auch wenn ich mir das Bewusstsein der Menschen angucke, finde ich doch erstaunlich, wie wenige Menschen offenbar das Gefühl haben, wirklich die Macht über ihr Leben zu haben. Die geben sich diesen Ängsten hin, die akzeptieren das, was ihnen in den Medien vorgesetzt wird, hinterfragen das auch gar nicht kritisch. Also man braucht, glaube ich, nicht viel mehr als 2,5 funktionstüchtige Gehirnzellen. Wenn man mal die Fakten zusammennimmt, dann muss man einfach sehen, dass die Gefahr gar nicht so groß ist. Aber das machen die Menschen nicht. Die glauben kritiklos das, was ihnen in den Medien vorgesetzt wird. Und das gibt mir zu denken, muss ich sagen. Ja, das zeigt aber auch wieder, wie der Verstand überschätzt wird. Ne? Weil wer denkt schon klar? Ich meine, das zeigt einfach nur, wie stark unser Denken von unseren Emotionen und von sonstigen Dingen geprägt ist. Und da wird es halt offensichtlich. Und von daher ja, ist sozusagen auch wie so ein Brennglas, ne? Wo mal deutlich wird, wie Menschen eigentlich ticken. Ne? Und für mich eigentlich auch eher im Rückblick oder auch wenn wir jetzt auf andere Themen, was jetzt die Parapsychologie zum Beispiel angeht, ne, da ist ja sozusagen auch im anderen Kontext das Denken so materialistisch heutzutage in unserer Welt geprägt, dass die anderen Dinge einfach nicht wahrgenommen werden können, ne, und verleugnet werden müssen.
Also ich das denke, ist ja dummerweise halt eine Programmierung, die wir schon von Kindesbeinen an mitgeliefert kriegen sozusagen. Also ich habe nur so das Gefühl, das zweite Wort nach Mama und Papa, das wir lernen, ist mehr. Ja? Mehr Muttermilch, mehr Süßigkeiten, mehr Spielzeug, später mehr Taschengeld, noch später dann mehr Titel, mehr Autos, mehr Häuser, mehr Frauen. Also für viele Menschen gilt ja so dieses Motto, mehr ist besser. Aber das ist ein reiner Ego-Trip. Und ich glaube, der Knackpunkt ist zu erkennen, mein Ego ist ja nur die Welle. Ich selbst bin der Ozean. Was das Ego angeht, ne, also da bin ich dann wiederum Fan so von Ken Wilber und solchen Erforschern, wie sich das Bewusstsein entwickelt. Ich würde durchaus sagen, dass jetzt bei einem Kind, was auf die Welt kommt, ne, dieses sozusagen, ich brauche Nahrung, also ich bin bedürftig als ich und ich bin jetzt hier in der Welt und ich bin jetzt nicht altruistisch, ist ein ganz normaler Entwicklungsschritt. Das Problem ist nur, dass viele halt in diesem Bewusstsein des, was weiß ich, Dreijährigen oder Sechsjährigen bleiben und sich eben nicht dieses, ne, dann diese weiteren Stufen so sehr entwickeln, wo man dann eben, ja, und das macht, finde ich, Ken Wilber schlüsselt das hervorragend auf, ne, wo sich dann erstmal, wo man dann vielleicht erstmal so seine Familie sozusagen als Mitmenschen erkennt, dann vielleicht irgendwie ja, die Nation, aber da, wo es halt wirklich hinführt, ist, dass man eben, und da sind ne, beim sozusagen beim, bei der Welt, ne, und das ist ja auch das Problem beim Nationalismus, da ist dann das Ego vielleicht auf die Nation ausgedehnt und jenseits der Grenzen sind dann die Bösen. Ne, und da, wo es natürlich bewusstseinsmäßig hingehen muss, dass ich ja, die gesamten Menschen des Planeten, aber eben auch die anderen bewussten Wesen und die Natur sozusagen in mein Wohlwollen mit einschließe. Und da, glaube ich, sind viele weit von entfernt. Ich nehme mich also tatsächlich verbunden wahr mit so, mit der Menschheit, mit der Natur, mit allem, was existiert. Sehe uns Menschen, die jetzt gerade hier auf dem Bildschirm sind, als die Entwicklungsstufe, die halt jetzt aktuell da ist, basiert auf all dem natürlich, was vorher war. Und da sind natürlich auch Muster drin, die da sagen, hey, ich schwimme besser mit dem Strom, das ist besser fürs Überleben. Das erleben wir gerade ganz deutlich in der aktuellen Situation. Ja. Und trotzdem glaube ich auch daran, dass wir uns auch als Menschheit weiterentwickeln. Und gerade so eine aktuelle Situation, die doch, ich sag mal, einen gewissen Druck ausübt, ja, die viele an so, ja, auch an ihre Ängste, die, ja, die alles deutlicher macht, uns zeigt, dass wir da noch mehr in dieses Bewusstsein kommen dürfen, dass wir nicht nur ein Ego sind, sondern dass wir wie ein Organismus funktionieren, die Menschheit, und dass wir insgesamt, das ist ja meine Rede, so, dass wir achtsamer mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen und mit der gesamten Natur umgehen. Ja, wenn du diese Stufe mal erreicht hast, über die ich eben sprach, ne, noch mehr Titel, noch mehr Autos, noch mehr schöne Frauen, und dann hast du, dann gibt's eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du erkennst früher oder später, das bringt's alles nicht, ja, oder du machst immer weiter. Das sind dann so häufig dann die Burnout-Kandidaten. Nur ich liebe diese japanischen Tore, kennt ihr die? Die so irgendwo mitten im Meer oder mitten im Gebirge stehen, die gar keine Funktion haben, die aber in der japanischen Mythologie sagen, du kannst zwar Ziele erreichen und durch das Tor durchgehen, aber dahinter ist nichts. Da ist keiner, der dir den Staffelstab abnimmt. Du musst immer weiterlaufen, dann nimmst du dir das nächste Ziel vor. Ja, und also wir sprechen im Coaching ja auch häufig so über Ziele finden, richtig formulieren und dann auch erreichen. In meiner Wahrnehmung ist ein Ziel wunderbar dafür da, überhaupt erst eine Handlung in Gang zu setzen. Aber das Ziel zu erreichen ist oft gar nicht so elementar. Ja, also ich denke da an die drei Astronauten, die als Erste auf dem Mond waren, als die zurückkamen. Wurden sie gefragt, Mensch, ihr müsst doch jetzt, ihr seid ja die Helden schlechthin, ihr habt einen Traum erfüllt, ja, die Menschen auf dem Mond. Und dann sagte Armstrong, die ganze Zeit während des Rückflugs ging mir nur ein Gedanke durch den Kopf. Und das soll es jetzt gewesen sein, dafür das Ganze? Ja? Also das Ziel zu erreichen ist gar nicht mehr so wichtig. Der Weg ist das Ziel. Ein Satz, den ich lange nicht verstanden habe. Aber das ist tatsächlich so die Sinnhaftigkeit des Tuns, einfach auch die Freude am Tun. Das ist ganz elementar. Das Ziel selber ist gar nicht mehr so wichtig. Wir wissen von vielen Spitzensportlern, nimm Boris Becker.
Die berühmte Pressekonferenz in Melbourne, wo er, ich weiß nicht, wie viele Grand Slam-Titel gewonnen hatte, er war wochenlang die absolute Nummer eins. Und Boris Becker saß in Melbourne weinend am Fluss, weil, was ist ihm klar geworden in diesem Moment, von da an konnte es nur noch eine Richtung geben. Noch höher ging nicht, noch mehr ging nicht. Ja, und wir wissen, was aus Boris Becker geworden ist. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele. Deshalb ist die Frage so wichtig, wer bin ich eigentlich? Ja. Wo komme ich her, wo gehe ich hin? Weil dieses Tor zeigt ja sehr schön eindrücklich, das ist ja eigentlich so auch das Tor, ich sag mal, ins Nirvana. So, wir können nichts von dieser Welt mitnehmen, wohin auch immer wir gehen, wenn wir dann daran glauben, dass wir irgendwo hingehen, dass unser Bewusstsein weiter existiert. Ja, und das ist aber auch das, was, denke ich, viele irgendwo jetzt auch noch mehr beschäftigt. So, was macht eigentlich wirklich auch Sinn in diesem Leben? Wir stellen viele Dinge jetzt in Frage, die für uns vorher völlig normal waren. Mehr Geld verdienen, ja, mehr konsumieren, mehr haben, mehr besitzen. Und irgendwo stößt uns Corona jetzt auch so ein bisschen darauf, macht das denn eigentlich so Sinn? Und das, glaube ich, ist insofern ein guter Punkt, dass die Menschheit doch hier ein bisschen mehr hinschaut, aufwacht und Dinge auch mal in Frage stellt, die wir als Paradigmen uns angeeignet haben. Naja, so viel wird ja noch nicht in Frage gestellt. Also wenn ich sozusagen so die Reaktion auf Corona sehe, dann ist ja bei vielen Menschen tatsächlich so dieses, ach, dann kommt die Impfung nächstes Jahr und dann ist alles wieder gut und wie vorher. Ne? So wird ja auch gerne argumentiert. Und das ist natürlich, wo ich auch sage, nichts wird so sein wie vorher. Und wenn sich die Menschen wandeln, wird vieles hoffentlich besser sein. Ja, davon gibt es auch zwei oder drei, ne? Ich meine, was die Ziele angeht, ist vielleicht auch nochmal, die Ziele sind ja typischerweise eben auch so in unserer materiellen, dinglichen Welt, ne, was erreichen, Status, also so Ego-Ziele. Ich kann mir auch das Ziel setzen, irgendwie liebevollerer, gelassenerer, friedlicherer Mensch zu werden. Mhm. Und ich meine, das ist natürlich auch das Ziel, was ja, was letztendlich wirklich, also ne, eigentlich geht es ja immer um Glück. Und ne, das ist ja diese Illusion, wenn ich das größere Auto habe, bin ich glücklich. Ne, und das sehen wir und das habt ihr auch gerade gesagt, das funktioniert nicht. Aber mir zu sagen, ne, und das ist vielleicht auch wieder diese Frage, wer bin ich? Ne? Also ich für mich irgendwie zu sagen, ich will im Frieden sein, egal was im Außen ist. Und da ist Corona auch eine gute Übung. Und da beobachte ich mich auch gerne, ne, ob ich mich irgendwie, wenn ich die Nachrichten lese, wieder irgendwie aufrege oder sage, okay, da sind auch Menschen, die sind irgendwie auf ihrem Weg, die machen es gerade anders, die sind vielleicht in Angst und deshalb müssen sie genauso handeln. Und ich kann da auch selbst da in der Richtung im Frieden bleiben. Dann, glaube ich, bin ich für mich auf einem guten Weg. Aber das wäre doch ein schöner Weg. Und das ist nochmal die Vision, ja. Ich meine, ob wir jetzt das Wort nehmen, wir sind im Frieden oder liebevoll oder achtsam eben mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen, mit der gesamten Natur. In dem Moment, wenn mehr Menschen in diesem Bewusstsein leben könnten, hätten wir doch auch, wie soll ich sagen, letztendlich insgesamt eine bessere Welt für uns alle. Weil dieses ganze Kämpfen, ja, auch Religionen, die gegeneinander kämpfen, Länder, die gegeneinander kämpfen, das würde dann einfach keinen Sinn ergeben, wenn wir uns auch als Teil des Ganzen und als eine Menschheit wahrnehmen. Wir waren auf dem Mond, ja, wir haben jetzt Corona. So, dann macht es einfach keinen Sinn, anzugreifen oder ja, sich zu verteidigen, zu rechtfertigen, sondern ja, je mehr wir im Frieden sind, je achtsamer wir sind, desto eher, glaube ich, kommen wir eben in diesem Bewusstsein an oder wird uns klar, wer wir eigentlich sind. Ganz klar, ja. Die Frage ist, ja. Der Punkt ist, dass du den nächsten Schritt schaffst, wenn man mal diese Bedürfnispyramide nimmt, ne? Ganz unten hast du Sicherheit, dann hast du das Bedürfnis nach Unsicherheit, was der Mensch ja witzigerweise auch hat, und dann bist du auf der Stufe Bedeutung und Zugehörigkeit, Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen, da ist dann auf einmal wichtig, im richtigen Golfclub zu sein. Oder ich hatte mal eine Klientin, die war unfassbar stolz drauf, bei den Rotariern zu sein, war aber trotzdem strunzunglücklich. So, und dann ist die nächste Stufe, da geht es dann ins Persönlichkeitswachstum. Und aus diesem Wachstum heraus dann auch diese ganz natürliche, das kommt dann ganz von selber, der Wille, einen Beitrag zu leisten. Ja, was ist mein Beitrag dafür, eine lebens- und liebenswerte Welt zu erschaffen? Mein Beitrag für die Welt, in der ich selber leben möchte. Ja? Und das ist dann das, wo ich immer sage, da wird aus der Raupe der Schmetterling. Solange du auf dieser Ebene bist, hier noch ein Auto, noch ein Haus und noch eine Luxusreise,
das, wie gesagt, das bringt es letzten Endes nicht. Da wirst du nicht glücklich. Aber wenn du dich, wenn du ins Wachstum gehst und dann auch einen Beitrag leistest für die Welt, da entfalten sich dann auf einmal Glückspotenziale. Das ist dann ganz enorm. Ja, mit dem Beitrag für die Welt, da, ne, bin ich auch mal so ein bisschen, es gibt so viele Menschen, die einen Beitrag für die Welt leisten wollen. Ich vermute mal, unsere Politiker, manche sind einfach nur Egomanen, aber da gibt es bestimmt auch welche, die meinen, sie tun was Gutes für die Welt. Das Problem ist immer, wenn die Leute einen Beitrag für die Welt leisten wollen, die sich ihre eigenen Themen und ihre eigenen Schatten noch nicht angeschaut haben, weil die agieren dann sozusagen aus diesem Unerlösten heraus und projizieren dann ganz viel in die Welt, wo sie dann irgendwie einen Beitrag leisten wollen. Und von daher ist tatsächlich erstmal nur die eigenen Schatten anschauen und durch das eigene Dunkle durchgehen, wäre mir da wichtiger als der Beitrag. Stimme ich dir vollkommen zu. Ich habe neulich ein Interview gelesen mit dem Psychiater, der Erich Honecker und den Mielke untersucht hat, als da die Prozesse gegen die beiden liefen. Und der sagte tatsächlich, die beiden waren vollkommen davon überzeugt, dass sie was Gutes für die Menschen tun. Mhm. Ja, also das hast du natürlich auch. Ne? Also ich glaube, die Nazis waren auch davon überzeugt, dass das gut ist, was sie machen. Mhm. Ja. Da sind wir wieder bei dem Thema Bedeutung, dass wir letztendlich den Dingen die Bedeutung geben. Und ich meine, ein Phänomen in der Gesellschaft, was schon vor Corona aufgetaucht ist, dass wir einfach dem Geld unendlich viel Bedeutung geben. Viele Menschen dafür kämpfen, meinen, das ist die Lösung aller Probleme, das ist der neue Gott, ja, bis wir dann irgendwie feststellen, das ist gar nicht das Geld. Jemand sagte mal, ne, wenn es dir ums Geld geht, dann geht es dir gar nicht ums Geld, weil wir wollen doch nicht wirklich diese bedruckten Papierzettelchen, wir wollen ja irgendwas bewirken. Mhm. Und wir sehen es ja jetzt aktuell in der Krise, ja, man versucht das ja auch mit Geld wieder zu lösen und in der Not oder wenn die Leute auf die Straße gehen, dann auch mit Geld die zu beruhigen. Und ich sage jetzt letzte Zeit, ja, schick doch jedem mal 1 Milliarde Euro aufs Konto und dann schauen wir einfach mal, was dann passiert, weil dann kämpfen wir nicht mehr wegen Geld, sondern müssen wir anfangen, wieder ganz normal zu leben und auch unsere Werte zu leben, unsere Achtsamkeit zu leben. Und erkennen endlich, dass das ein Holzweg ist. Mehr Geld ist irgendwie mehr Lebensqualität, mehr Freiheit oder sowas. Ist es ja gar nicht. Das ist halt auch Ausdruck des Materialismus. Und das finde ich insofern auch spannend, weil wir in der Wissenschaft den Materialismus haben, wo sozusagen nur die dingliche Welt zählt und eben im gesellschaftlichen, sozialen auch. Da zählen auch nur die Dinge. Also der Besitz ist ja was ganz, ganz, was ganz weit vorne steht. Und da ist natürlich Geld logischerweise sozusagen das Gegenstück, womit ich jede Art von Besitz oder eben auch Macht, ne, Macht sehen wir ja auch ganz stark, ne, die reichen Leute wollen ja nicht nur was besitzen, sondern die wollen, ne, beeinflussen, wie die Welt abläuft. Da ist es natürlich naheliegend. Und da sind wir natürlich wieder auch bei der Spiritualität. Ne, die kannst du eben nicht mit Geld kaufen. Und wenn man der eine größere Kraft gibt, dann wird eben, ne, die materielle Seite in jeder Hinsicht auch unwichtiger und hat auch nicht mehr so viel Macht. Und dann erkenne ich bin Bewusstsein, das nicht an Materie gebunden ist. Und da habe ich auch Einfluss darauf, eben wenn ich in meinem Gefühl im Frieden mit mir, mit der Welt bin ich ja angekommen, dann geht es mir gut und dann brauche ich auch diese materiellen Dinge in dieser Form gar nicht. Wenn ich gut versorgt bin, wenn ich was zum Essen habe, ein Dach über dem Kopf, ja, ein paar liebe Menschen um mich rum, dann habe ich eigentlich alle Voraussetzungen, um glücklich und zufrieden zu sein. Naja, das Ding ist ja einfach, wenn ich jetzt wieder diese Bewusstseinsstufen nehme, ja, als auf den Stufen 1 bis 3, Sicherheit, Unsicherheit, Bedeutung, Zugehörigkeit. Auf den 3 Stufen ist das Vordergründige, die Motivation ist nichts anderes als Angst. Angst, mein Leben könnte unsicher sein. Angst, mein Leben könnte langweilig sein. Angst, ich könnte unbedeutend sein. Das ist nur Angst. Und in dem Moment, wo du diese Schwelle überschreitest in Wachstum und Beitrag für die Welt, da ist die Triebfeder Liebe. Und das ist dann natürlich das, was dir die Glücksgefühle gibt. Solange du in der Angst bist, bist du im Mangel und da kannst du nicht glücklich werden. Ne? Aber in dem Moment, wo du aus Liebe handelst, dann fluppt es auf einmal. Ich weiß nicht immer, ob sozusagen, ne, und du hattest ja auch gerade schon mit Honecker und so, ob das tatsächlich dann die Liebe war. Ne? Also jetzt, wer sozusagen in der Welt aktiv ist. Aber ich stimme dir natürlich völlig zu, dass genau das im Prinzip ist auch das, was jetzt gerade irgendwie auch wieder, ne, coronamäßig einander gegenübersteht. Ne? Weil Liebe ist ja auch sozusagen eine Kraft des großen Vertrauens, ne? Dass irgendwie alles gut wird. Und, ne? Und das ist, ja, dass ich erstmal ein großes Einverstanden sein mit dem, was ist. Und daraus kann man natürlich auch eine andere Kraft entwickeln, als wenn man irgendwie sagt, hier ist überall Bedrohung und ich muss mich nur schützen und mache mich irgendwie klein und entziehe sozusagen meine Energie dem Leben. Ne? Also
Deshalb, ich glaube ja, dass wir vor allen Dingen gemeinsam als Menschheit wirklich eine ganz, ganz große Macht haben, Dinge in dieser Welt auch zu verändern. Und wenn wir uns diesen Satz mal nehmen, ne, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, dann haben wir sehr viel Einfluss. Wenn irgendeiner sagt, schießt und du sagst, oder die Masse sagt, nee, wir schießen nicht, und dann gibt es keinen Krieg. Und genauso, wenn wir jetzt sagen würden, wir sind achtsam, wir sind liebevoll mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen und mit der gesamten Natur. Und so ein Gedanke macht sich breit, dann kann sich schon eine ganze Menge auch in dieser Welt verändern. Da sind wir wieder bei deinem Kernthema natürlich auch. Ne? Und da bin ich natürlich immer wieder mit der Haltung, ja klar, wünsche ich mir auch. Und wäre toll, wenn alle irgendwie bewusst wären und liebevoll. Und dann ist aber auch wieder die Frage, ja, und was mache ich damit? Naja, dann fange ich halt bei mir weiter an und versuche selber irgendwie noch. Bei mir, genau. Und dann gebe ich es weiter. Ich verbreite es, stecke die anderen sozusagen an. Und wenn die das auch als eine bessere Alternative für sich erkennen, dann geht hoffentlich so eine Bewegung durch die Welt und dann verändert sich was. Ja, das ist mein Ansinnen. Mhm. Und du hast völlig recht. Da bin ich komplett bei dir. Wir verändern die Welt, wenn wir das Denken von einzelnen Menschen verändern. Weil nur so geht das ja letztendlich, ja, wenn die Menschen mehr mit sich im Frieden sind, wenn sie erkennen, was ist mir wirklich wichtig, wer bin ich eigentlich wirklich, und eben nicht so egoistisch eben nur dem eigenen Vorteil, dem Geld hinterherlaufen. Und ja, das ist eigentlich der Bewusstseinswandel, den ich mir erhoffe, vor dem wir hoffentlich stehen. Es ist ja ganz, ganz komisch, wenn man zum Beispiel, also Geld ist ja vor allem für die Leute wichtig, die es nicht haben. Da hast du ja, da ist diese Angst ganz, ganz weit verbreitet. Interessanterweise, ich habe neulich eine Statistik gelesen, da wurden Führungskräfte befragt, warum sie den Job wechseln. Auf Platz 1 war Sinnhaftigkeit des Tuns an sich. Das war in der neuen Firma dann offenbar besser bewertet. Dann kam der Punkt, gestalterische Freiheit wird mir gewährt. Platz 3 war die Art des soziokulturellen Umgangs miteinander in der Firma. Mehr Geld kam, glaube ich, erst hinten auf Platz 9 oder 10. Also das ist eine ganz interessante Entwicklung. Und auf der anderen Seite, also ich habe ja ein paar Jahre auf Mallorca gelebt und bin da auch in so Yachtbesitzerkreise reingerutscht. Habe selber nie eine Yacht besessen, aber irgendwie bin ich da reingekommen und wurde auch akzeptiert. Und da hatte ich ja manchmal das Gefühl, ich habe es wirklich mit Kleinkindern zu tun. Da kam dann einer in den Hafen geschippert, dessen Yacht war irgendwie 2,5 Meter länger. Oh, da haben die aber Komplexe gekriegt. Ich meine, das sind alles Multimillionäre oder sogar Milliardäre, machen sich Gedanken über ein paar Meter längere Yacht. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Also das ist ganz, ganz merkwürdig, wie Menschen da ticken. Deshalb glaube ich dir auch nicht ganz, wenn du sagst, diejenigen, die Geld haben, für die ist das Geld nicht mehr wichtig, weil da denke ich auch an Vorstandsvorsitzende, wenn sie irgendwie die Abfindung ein bisschen kleiner ist oder irgendwie die Tantiemen, ne, oder der Bonus kleiner ausfällt, die ganz nervös werden, ne, weil der andere Vorstand mehr kriegt. Das ist genau der Punkt. Aber, und jetzt sind wir nämlich dabei wieder, warum das alles nicht glücklich macht, weil diesen Menschen ist die Angst, etwas zu verlieren, weitaus größer als die Freude am Zugewinnen. Ja, und ich glaube, das Verrückte, was diese Leute ja treibt, ist die Illusion, es muss mehr sein. So hat das Ganze ja gestartet. Ne? Ich brauche mehr Geld, ich brauche mehr Luxusgüter, ne? Und dann bin ich glücklicher und zufriedener. Da will ich hin. So, dann haben sie das und dann merken, eigentlich hat sich gar nichts wirklich verändert. Also denken sie, dann brauche ich halt noch mehr. Ne? Und dann kommt einer, der hat noch mehr, dann wollen sie das auch noch haben. Und das ist ja dieser Holzweg, der nicht funktioniert. Nur das Problem, was ich sehe, gerade diese Menschen, die auf diesem Weg auch weiter nach oben gekommen sind, dass die halt auch zum großen Teil unsere Welt bestimmen. Ja, und das ist ein Problem, weil viele große Entscheidungen eben wirklich aufgrund von Profit und Habgier getroffen werden. Ja, das wäre aber auch wieder so das kollektive Feld. Ne? Und weil viele Menschen dran glauben, dass irgendwie Geld wichtig ist, können natürlich auch solche Leute weiterhin mächtig sein und spielen eine wichtige Rolle. Und vielleicht da noch, das habe ich, glaube ich, auch in meinem Buch ein bisschen erwähnt, das Meer ist ja was sozusagen was ganz Ursprüngliches. In der Evolution ist es ja erstmal eine gute Kraft. Ne? Also Wachstum, Entwicklung, ne, sich irgendwie ausdehnen, größer werden. Nur das Dumme ist halt irgendwie, dass irgendwann mal was schiefgelaufen ist und sozusagen diese Verwechslung war von mehr Lebendigkeit, mehr Liebe, mehr Beziehung, mehr Verbindung zu mehr Dinge, mehr Geld. Ne? Also das Meer selber würde ich nicht mal schlecht machen, nur ne, das, was man jetzt ansammelt, da sind halt viele... Von mehr.
Ne, wovon mehr? Und wenn man das falsche mehr sammelt, dann wird man halt auch einfach nicht glücklich. Aber das, dann denken Leute nur, es reicht halt jetzt noch nicht, ich brauche halt noch mehr Geld, dann werde ich bestimmt glücklich. Genau. Ja, dein Buch heißt ja Der Geist in der Materie, ja. Und du kannst mit der Materie auch ganz viel Spaß haben, ja, mit schönen Dingen, du darfst sie auch genießen. Aber wenn du glaubst, du brauchst das, um glücklich zu sein, dann hast du ein Problem, ne? Also die Frage ist immer, warum mache ich das, ja, oder brauche ich das wirklich? Im Yoga nennt man dieses Anhaften an den materiellen Dingen, ja. Wenn ich aber auch die Dinge wieder loslassen kann, dann bin ich letztendlich frei. Ja, da haben wir ja auch die Weisheit. Wir haben die Weisheit ganz oft in der Sprache. Das finde ich so faszinierend. Ich bin ein Mensch, der gerne mit Worten jongliert. Und allein schon der Begriff reich, was ist eigentlich reich? Von der ursprünglichen Wortbedeutung heißt es reich zum Leben. Ja? Deshalb gibt es auch diesen schönen Satz, genug ist der Reichtum des Weisen. Immer noch mehr und noch mehr anzuhäufen, haben wir eben schon gesagt, macht nicht glücklich. Da überwiegt dann eher die Angst, wieder alles zu verlieren. Also ich denke, ich bin reich, weil ich weiß, wer ich bin, weil ich mit allem verbunden bin. Ich bin von nichts getrennt. Ja? Ich gehe nach draußen und wenn ich irgendwas brauche, dann kann ich letztendlich jemanden fragen oder ich pflück mir einen Apfel vom Baum. Oder also insofern sehe ich mich in der Fülle, ich sehe mich in der Verbundenheit und habe da irgendwie gar nicht so diese Not, dass mir irgendwas fehlt. Ja, das ist ja der Idealzustand, wo man gerne hinkommen möchte. Ne? Also guck dir die Menschen an, die sich darüber aufregen, dass die Butter bei Aldi 3 Cent teurer geworden ist. Ne? Die haben dieses Füllebewusstsein nicht. Ne? Das ist die Krux der Menschheit. Dass man immer meint, mehr anhäufen zu müssen. Genau, und wir sind ja jetzt in diese Richtung gewandert in den letzten Jahrzehnten, ja, Industrie, Wirtschaft, Geld. Und da ist es eben jetzt wichtig, und das ist auch vielleicht dieses Aufwachen, erkennen, wer sind wir wirklich? Ja, wir sind eine Menschheit, wir sind grenzenloses, unsterbliches Bewusstsein, zumindest denke ich das so. Und dass wir da aufwachen und wieder in die richtige Richtung gehen, sodass wir eben diesen Frieden, diese Liebe, die Freude, das in uns finden. Und dann brauchen wir gar nicht so viel, dann können wir auch mehr miteinander teilen. Ja. Und ich denke, wenn wir eben liebevoller, achtsamer mit uns sind, mit den anderen, mit der Welt, dann sind wir auf dem Weg, wo wir eigentlich wieder, sag mal, zurückfinden letztendlich, wo wir wieder erkennen, ja, was eigentlich uns gut tut und was uns besser tut. Und ich weiß, dass der Eckert nämlich jetzt so schon wahrscheinlich mit den Füßen scharrt, weil der gleich in die nächste Vorlesung muss. Deshalb versuche ich hier jetzt ein bisschen die Kurve zu kriegen, ja. Aber ich würde euch gerne irgendwie das Schlusswort dann überlassen. Irgendwo ein Abschlusssatz, ein Tipp, irgendwas, was euch gerade bewegt. Naja, was mich gerade noch bewegt, ist aber weniger Anschlusssatz. Ich meine, wir argumentieren natürlich aus einer komfortablen Situation, du hast die Bedürfnispyramide angesprochen, solange auf der Welt tatsächlich noch ganz viele Menschen sind, die wirklich, also wo wirklich der Butterpreis eine Rolle spielt oder die Ernährung, müssen wir halt sagen, das ist auch ein Bewusstseinsfeld. Ne? Und vielleicht sich auch daran erinnern, wir sind in einer komfortablen Situation, dass wir uns über Bewusstseinswachstum Gedanken machen können. Aber können wir dich gerade dadurch verändern, dass wir uns öffnen, in dieses Bewusstsein hinein, achtsamer, liebevoller sind, auch mit anderen, auch mit der Natur und dass eben wir mehr teilen, dass wir nicht so alles nur für uns jetzt sehen, sondern dass wir eben auch sehen, ich meine, es ist doch krank, wenn große Konzerne in USA, in China sich die Ressourcen der Welt sichern und die Menschen, in deren Land diese Ressourcen eigentlich sind, tatsächlich Hunger und Durst leiden. Das kann nicht sein. Deshalb ist es so wichtig, dass ein Wandel im Bewusstsein der Menschen stattfindet, wer wir sind und was wir wirklich brauchen. Mhm. Ja. Muss ich nicht hinzufügen. Thorsten, dann darfst du noch was sagen. Dann würde ich als Schlusswort anbieten, in meiner Wahrnehmung, das ist mein felsenfester Glaube, wahrer Reichtum ist Urvertrauen. Dieses Urvertrauen, ich bin in einem liebenden Universum, ich bin aufgefangen, ich bin getragen von der Thermik des Lebens. Und wenn ich dann auch noch gesund bin, wenn ich Ideen habe, wenn ich kreativ bin, wenn ich in meiner Kraft bin, dann behaupte ich, dann kann ich auch so viel Geld ausgeben, wie ich will, weil es wird immer welches nachfließen. Wenn ich dieses Urvertrauen habe, dann bin ich safe, da kann mir nichts passieren. War ein ganz tolles Schlusswort, Thorsten. Liebe und Vertrauen, das ist doch ein toller Zustand auch. Und ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden, Eckart und Thorsten, bedanken für diesen schönen, inspirierenden Austausch und freue mich dann auf weitere Gespräche mit euch. Alles klar. Sehr, sehr gerne, immer wieder.